Hallo Leute, willkommen bei der Nie-Speeren-Horde. Dies ist Teil 33. Und in dieser Folge will ich jetzt mal nach einer Paarungskombination suchen, wo wir nach Möglichkeit Bärhyänen-Hinterläufe reinkriegen und einen möglichst perfekten Bärhyänen-Nischling zusammenzüchten können. Und das kriegen wir bestimmt nicht auf einen Schlag hin. Da braucht man vielleicht mehrere Generationen, aber ich will es auf jeden Fall probieren. Und zwar suche ich jetzt mal nach den Bärhyänen-Hinterläufen. Sind das die? Ja, genau. Okay. Die hat jetzt keiner, aber mehrere haben die inaktiv. Gucken wir mal nach Mini-Pranke. Oh, Mini-Pranke ist schon ein echtes Biest mit dem netten mit der netten Mauseschnauze. Kommt also für den Zweck nur indirekt in Frage. Oh, Mini-Pranke hat auch ein inaktives Geweih. Also wenn wir jetzt vielleicht Mini-Pranke mit jemand anders kreuzen, der Bärhyänen-Gesicht hat, also Bärhyänen-Schnauze und vielleicht auch ein inaktives Geweih, könnte das gute Ergebnisse geben. Hat inaktive Bärhyänen-Ohren, also ziemlich viel so inaktive Bärhyänen-Sachen und die Klauen voll ausgeprägt. Darum ist Mini-Pranke so stark. Ich würde sagen, Mini-Pranke kommt für den Job durchaus in Frage. Das ist jetzt ein Weibchen. Dann gucke ich mal nach den Männchen. Der männliche Partner sollte dann aber schon so ein richtiger Bärhyänen-Typ sein, würde ich sagen. Blackie sind die aber alle nicht. Mäuschen. Mäuschen ist die Mutter von Mini-Pranke. Duck hier. Powernuss. Nee, kommt gar nicht in Frage. Ah, erstaunlich. Wir haben nur wenig Männchen mit Bärhyänen-Schnauze. Na, dann nehme ich mir mal... Nee, Leopardi hat überhaupt keine Bärhyänen-Hinterläufe. Dann gucke ich einfach mal die hier alle durch. So. Rotpranke soll jetzt ja schon am Geweih arbeiten. Aber Rotpranke käme auch für diese Bärhyänen-Hinterlaufgeschichte in Frage, weil hat auch Bärhyänen-Ohren, Bärhyänen-Gesicht, Bärhyänen-Pranken. Was gibt es noch? Ich glaube, das war's dann. Da fehlen nur noch die Bärhyänen-Hinterläufe. Was hat denn Hirsch eigentlich? Hirsch, wo steckst du? Hat gar keinen, hat normale Hinterläufe. Also gut. Hirsch kommt für den Zweck nicht in Frage. Duck hier. Der hat jedoch inaktive Bärhyänen-Hinterläufe. Und hat auch Bärhyänen-Ohren. Und eine deformierte Pfote. Also Kinders, Leute. Duck hier. G und C. D und G. Nee, wenn's ohne Duck hier geht, wäre mir das lieber. Blackie, schauen wir mal. H und C. G und D. Blackie könnte schon eher für den Zweck gehen. Ja. Ich glaube, ich kreuze auch nochmal Blackie mit Rotpranke. Und vielleicht gucke ich zwischen den Episoden nochmal, ob ich da noch andere Paarungen finde. Aber Rotpranke ist da irgendwie im Zentrum des genetischen Geschehens. Gut, dann mache ich jetzt hier einfach mal die Tagesarbeit. Und dann hoffe ich, dass Rotpranke in der nächsten Runde erwachsen wird. Und dann kriegen wir viele interessante Babys mit Rotpranke. Hoffe ich mal. So. Okay.
Na, immerhin kommt ein bisschen Futter rein, immer mal wieder. So, und wir kriegen hier auch unseren Wald so allmählich abgearbeitet. So, na, da ist der Hase schon wieder. Aber Rosskastanie ist nun wirklich nicht der typische Hasenjäger. Du eigentlich auch nicht, aber du kannst sie wenigstens mit einem Hopser erwischen. Gut. Und du arbeitest dich hier weiter vor. Wunderbar. Sehr gut. Was war da hinten? Ah, ich dachte, da wäre was gewesen. Vielleicht ist da ein Maulwurf gerade abgehauen oder so. Na, auf die Weise kriegen wir wenigstens ordentlich Nistmaterial. Und wenn wir mal auf eine neue Insel gehen, dann haben wir wenigstens genügend Nistmaterial, um da gleich auch ordentlich Nester zu bauen und so. Ja, da ist schon wieder ein Maulwurf abgehauen. Naja, kommt vielleicht wieder. So. Ja, du wolltest auch zum Fischen gehen. Jetzt gucken wir mal, gibt es da was? Nö, dann schließt du dich mal den anderen an. Da sind jetzt irgendwie Fische. Hüpf mal da rein, ja. Ich hoffe, sie kriegt keine Atemnot. Aber ich glaube, solange noch irgendwie was rausguckt, kriegen sie keine Atemprobleme. So, ja. Hier in dieser kleinen Ausbuchtung kann man ganz gut angeln. Da muss man gar nicht zum Meer gehen. Ich denke mal, ich lasse hier ein paar angelfähige Nischlinge. So. Ja, du gehörst ja auch zu den angelfähigen Nischlingen. Wo setzen wir dich denn hin zu diesem Zweck? Da. Ja. Berli wird jetzt auch bald sterben. Noch 2 Tage. Aber Berli hat sich ja sehr verdient gemacht um unseren Nischlingstamm. Kirwanu, wollten wir dich auch da? Auf jeden Fall auch zum Angeln. Du kannst mal da lang gehen zum Meer. Okay, haben sie jetzt alle gearbeitet? Soweit es was zu tun gab? Ich glaube ja. Gut, dann machen wir mal einen neuen Tag und hoffen auf eine erwachsene Rotbranke. Jawohl. Gut. Dann darfst du jetzt gleich hier mal zum Zug kommen. Sehr gut. Und Rotbranke, du bleibst da einfach sitzen. Ja, und du kannst hier ein paar Beeren sammeln. Und ansonsten, was hast du eigentlich für Gene? Irgendwas Interessantes, auch Bärhyänen-Hinterläufe. Bärhyänen-Ohren, also schon so ein halber Bärhyänen-Typ. Kuta. Mal gucken, mit wem wir Kuta verpaaren könnten. Kuta mit irgendwie einer der D und G der Bärhyänen-Damen. Und aber nicht mit seiner Schwester natürlich. Vielleicht mit Mini-Pranke, D und G, H und B. Mini Pranke und Kuta. Ja. Ist die Frage, ob die Kinder mit Bärhyänengesicht kriegen. Aber dann hätte man vielleicht wenigstens mal diese Hinterläufe reingekreuzt. Also Kuta, du machst dich jetzt einfach mal auf den Weg zu Mini Pranke. Wo ist denn Mini Pranke? Bist du Mini Pranke? Ja. Nicht so Mini. Es wirkte mal so mausemäßig. Okay, also Kuta und Mini Pranke sollen es probieren. Und dann schauen wir mal, ob da Bärhyänenkinder entstehen. Ach, und euch wollte ich hier ja auch verkuppeln.
Einfach mal um zu sehen, was dabei rauskommt. So, du baust dir hier ein Nest. So. Und knackst die Nuss. Jawohl. Und was machst du? Du versuchst hier mal Würmer zu finden. Okay. Ah. Und du bleibst hier einfach noch mal in der Nähe und knackst ein paar Nüsse. Gut, da haben wir jetzt also wieder zwei interessante Babys, die wir erwarten. Das wäre ja toll, wenn wir die noch in dieser Folge kriegen würden. Jetzt müssen wir da so lange warten. Was machen wir denn mit dir? Du gehst einfach mal hier hinter. So. Du kannst Nüsse knacken. So. Okay, das war doch immerhin mal eine ordentliche Ausbeute. Und ist der Maulwurf nicht wiedergekommen? Na, wie ärgerlich. Sowas aber auch. Und angeln kannst du nicht. Na, das ist aber schon sehr ärgerlich. Hüpfst einfach ein bisschen hier rum. Und bei euch. Ah, du bist zu schwach für den Hasen. Kater könnte den Hasen jagen. Dafür reicht's. So. Okay. Also hier, Pünktchen ist nicht zu schwach für einen Hasen, aber Pünktchen muss zweimal draufschlagen, dass ein Hase dabei stirbt. Und darum dachte ich lieber einen etwas stärkeren Nischling nehmen. Oh, tja, da wäre ein Maulwurf gewesen. Pechsache. So. Na, und du hast hier drei Bärenbüsche um dich rum, ohne wirklich ein Bärenmeister zu sein, aber ich denke mal, das ist ganz gut. Und das nächste Mal machst du da den Busch weg. So, Grizzly, du darfst mal zum nächsten Stein wandern. Sehr gut, das machst du prima, Grizzly. Okay. Du gehst mal hier hin. Und du kümmerst dich um deinen Baum. Okay. Sehr schön. Und oh, ein Kaninchen. Sehr gut, ein leckerer Braten. Gut. Du arbeitest dich mal hier auf die Mitte zu. Ja, und was machen wir mit dir? Du könntest hier. Ah, da gibt es auch noch Beeren. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Okay. Wie gut, dass alle wenigstens Gras zupfen können. Ah ja, und Mini-Pranke, du bewegst dich jetzt mal auf Kuto zu. Mal gucken, wie das am besten geht. Oh, da sind aber viele Hasen. Das kannst du ausnutzen. Und dann beim nächsten Mal grast die hier ab. Das ist eigentlich ein schöner Vorsprung für die kleine Familie. Dann können die sich hier ein Nest bauen. Da gibt es auch schöne Hasen. Und dann müssen wir nur noch jemand kommen lassen, der da diesen Stein wegmacht. Vielleicht könnte das Bärli noch schaffen. Mal gucken. So, bin ich jetzt durch? Ah, du? Kirwanro.
Ah, du wartest auf eine Angelkarriere. Okay, ich lasse dich erstmal zu den Hasen hüpfen und dann brauchen wir noch mehr, die hier im Wasser patrouillieren, weil man da immer so leicht Blutegel kriegt. So, Berli gibt es hier noch. Jetzt gucken wir mal. Berli ist, glaube ich, nee, ist viel zu langsam, um dort noch hinzukommen. Schade. Ah, aber da sind noch Fische. Ja, das ist doch gut. Und du, Lux, kannst einfach mal Beeren sammeln. Und was war da eben noch für ein Symbol? Da auch Beeren sammeln. Gut. Ah, und du springst hier am besten mal wieder raus. Das ist ja doch ein bisschen tief irgendwie. Wo ist jetzt das Kaninchen? Da ist das Kaninchen. Ja, sehr gut. Okay. Mal kurz checken, ob es alle soweit gemacht haben. Ja, dann können wir ja noch einen neuen Tag machen. Und hoffen wir mal auf zwei interessante Kinder. Oh, krank. Oh, wie schade. Da musst du mal hier schnell weg und du auch. So. Oh, ein krankes Kind mit langer Schnauze vom Papa. Kein Geweih. Tja, aber immerhin inaktives Geweih. Ja, und Bärhyänen klauen. Inaktive Bärhyänen Hinterläufe, immerhin. Aber so, das ist jetzt nicht das Kind, was wir uns erträumt hatten. Rame, für dich suchen wir dann irgendwo ein schönes Plätzchen, wo du ordentlich Fische jagen kannst und vielleicht Kaninchen und Maulwürfe und wo du niemand ansteckst. Ja, schade, aber wir versuchen es nochmal. Die Chancen sind etwa so halb und halb. Ich würde sagen, ich lasse die das gleich jetzt nochmal versuchen. Ja, da sitzt sie eigentlich gut. Geh du mal hin. So. War wohl nix. Na gut, sie müssen wohl noch ein paar Mal probieren. Okay. Und jetzt gucken wir mal hier, wer da geboren ist. Auf jeden Fall ein gesundes Kind. Ja, ein Junge. Wenn's ein Mädchen geworden wäre, hätte ich's Stefanie genannt. Denn das Steffi. Steffi. Denn das ist ein Wunsch. Aber Steffi sollte ich wohl besser ein Mädchen nennen. Okay, dann dauert das halt bis zur nächsten Folge, bis das nächste gesunde Mädchen geboren wird. Weil ein krankes Mädchen möchte ich jetzt nicht unbedingt nach einem Zuschauerwunsch nennen. Okay, Stärke 5. Ja, ist ganz interessant, aber jetzt nichts Spezielles. Immerhin inaktives Geweih, aber die ganzen sehr interessanten Sachen sind inaktiv. Oho, Bärhyänen Hinterläufe. Das macht dieses Kerlchen zwar ziemlich unbeweglich, aber also nicht so schnell wie mit normalen Hinterläufen, aber das wird ein interessanter Paarungspartner für die anderen mit den Bärhyänen, also wo nur eine Bärhyänen-Hinterläufe ist. Also das ist eigentlich schon mal ein Erfolg hier mit den Bärhyänen-Hinterläufen. Und mit den D und C sind das auch Gene, die nicht so arg verbreitet sind bei uns. Das ist ganz gut. Ich würde sagen, ihr probiert das auch gleich nochmal. Hüpf mal dahin und du hüpfst da auch mal hin. Jetzt gucken wir mal. Ja. Prima, das hat gleich nochmal geklappt. Ja. Und du kannst hier nochmal was machen? Ja. Hier wieder hinhüpfen. Okay.
Gut, ich würde sagen, dann mache ich mit dieser Episode mal Schluss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!